Sieht aus wie Alien-Material, oder? Das ist ein sogenanntes Ferrofluid. In der Flüssigkeit sind kleine magnetische Teilchen und wenn man die in ein Magnetfeld bringt, dann bilden sich diese IG-Strukturen. Das Magnetfeld wird von einem Elektromagneten erzeugt. Wenn wir den anmachen, dann wirken drei Kräfte gleichzeitig auf die Flüssigkeit. Die Gravitation, Oberflächenspannung und der Magnet. Gravitation, klar, zieht die Flüssigkeit nach unten, so wie sie alles nach unten zieht. Oberflächenspannung ist die Kraft, die auch dafür sorgt, dass Wasser Tropfen bildet. Die Moleküle interagieren so miteinander, dass sie die Oberfläche möglichst klein halten. Deswegen wölbt sich die Oberfläche ein bisschen. Das Magnetfeld wirkt auf die kleinen magnetischen Teilchen. Ohne das Magnetfeld wären sie willkürlich in der Flüssigkeit verteilt, aber mit dem Magnetfeld richten sie sich im Feld aus und bilden Ketten. Und insgesamt ergibt das dann diese IG-Struktur.